Hi, hier ist Tom von WeBlogIt mit einem First Look und einem kleinen Unboxing zur Nintendo Wii U im Basic Pack mit den 8 GB internem Speicher. Packen wir das gute Stück doch mal aus. Enthalten wird eine Konsole sein und ein bisschen extra Schnickschnack, der unbedingt benötigt wird. Wir schauen uns das Ganze doch einfach mal ein bisschen näher an. Das Innere ist aufgeteilt in zwei Kartons. Im ersten Karton finden wir einmal das Hauptnetzteil, mit dem die Konsole dann auch bepowert wird. Wenn wir uns den Stecker genauer anschauen, erkennen wir, der erinnert uns doch so ein bisschen an die Nintendo Wii. Sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Das Netzteil hingegen ist ein ganzes Stück größer, wiegt aber ungefähr dasselbe. Ist ein ziemlich großer Klotz und dann haben wir noch ein kleines Netzteil dabei. Und das ist dann tatsächlich für diesen neuen Controller. Und zwar wird dieser neue Touch-Controller, auch Wii U Gamepad genannt, separat mit Strom versorgt. Das hat schon seinen Sinn. Dabei sind natürlich auch die üblichen Unterlagen und wir haben einmal ein HDMI-Kabel. Ihr habt richtig gehört, die Wii U liefert endlich ganz regulären digitalen Video-Output über HDMI und damit auch eine vernünftige Auflösung und ein schön scharf gestochenes Bild. Das Wii U Gamepad ist, nehmen wir es doch einmal hier aus dieser Hülle raus. Da quietscht es ordentlich. Das ist mit zwei Analog-Sticks ausgestattet, zwei hinteren Z-Triggern und dann haben wir die regulären Trigger. Batterieabdeckung, der Home-Button, der uns ins Menü führt, kennen wir auch schon von der Wiimote. Start und Select, dann haben wir A, B, X, Y, die regulären Tasten oder Y, X, B, A, je nachdem wie ihr es lesen möchtet. Wir haben ein Steuerkreuz und wenn wir den Controller vorab anschalten, dann kriegen wir diesen Warntext. Wir sollen doch erstmal die Konsole mit der Glotze verbinden und anschalten, bevor wir fortfahren. Das werden wir dann auch tun. Ich packe mal eben die Konsole aus. Die Konsole ist, wie wir an der Front sehen, noch mit optischen Medien kompatibel. Wir können auch die alten Wii Games installieren. Wir haben eine Menge Belüftung an der Seite. Der Lüfter ist übrigens sehr leise, also der hält sich absolut im Hintergrund im Vergleich zu aktuellen AAA-Konsolen. Wir haben vorne ganz regulär den Power-Button, den Eject-Button und so ein Not-Dingens, um die Disk rauszuholen, falls die sich mal verklemmen sollte und eine Synchronisationstaste auf der Front. Auf der Rückseite haben wir den Saft, dann können wir über Component, HDMI anschließen, USB-Ports und wir haben auch die Möglichkeit, die Sensorleiste der alten Wii anzuschließen, die wir eben für Wii-Games dann auch benötigen. Hier sehen wir nochmal den Überblick. Und hier nochmal den Controller im Detail, also der Port zum Laden, Kopfhörerport, dann Infrarotausgabe, dann haben wir den Volume-Regler, der ist wie gewohnt ziemlich billig im Feeling von Nintendo, aber er funktioniert, das ist das Wichtigste. Wir haben den Stylus, der erinnert an den Nintendo 3DS, beziehungsweise Nintendo DS und da sehen wir nochmal die Trigger. Diese Rille liefert übrigens fantastischen Rückhalt für die Finger, da kann man sich wunderbar dran festhalten, wenn man den Controller hält und der liegt wunderbar in der Hand. Also das Gewicht fällt einem überhaupt nicht zu Lasten. Unten ist nochmal ein mysteriöser Docking-Port, auf den wir jetzt an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Das Touch-Display ist übrigens resistiv und nicht kapazitiv, also so wie beim Nintendo DS. Vorne sehen wir haben zwei USB-Ports, an die wir beispielsweise Speichermedien anschließen können und einen SD-Karten-Slot. Am Anfang werden wir erstmal aufgefordert, die Konsole mit dem Gamepad zu synchronisieren, was wir dann auch direkt machen. Dann geht es durch eine ziemlich lange Einrichtungssequenz. Es beginnt einmal damit, dass wir die Sprache einstellen. Das kann bis zu 2 Minuten dauern und Nintendo meint es diesmal auch wirklich ernst. Es kann da gute 2 Minuten dauern. Ich erspare euch die Wartezeit und wir skippen einfach einen Schritt weiter
und gucken mal, wie es da weitergeht. Übrigens seht ihr da, also es spiegelt doch schon deutlich das Wii U Gamepad. Was aber im Alltagsgebrauch nicht sonderlich auffallen sollte. Ihr setzt euch ja nicht in die Sonne mit dem Controller. So, wir haben es geschafft. Deutsch wurde ausgewählt. Wuhu, dann geht's weiter. Wir dürfen das Land auswählen. Hoffentlich müssen wir da nicht nochmal 2 Minuten warten. Gucken wir mal. Da haben wir Deutschland. Nehmen wir das doch. Da kommt eine etwas verwirrende Meldung. Du kannst deine Konsole nun an- und ausschalten. Musst du nicht. Es ist lediglich ein Hinweis. Dann geht's weiter mit dem heutigen Datum, mit der Internetverbindung und da kommt auch schon der erste Stolperstein. Hier ein Tipp für neue Wii U-Besitzer. Wenn es mit der automatischen Konfiguration und mit der manuellen Konfiguration nicht klappt, dann geht noch einen Schritt weiter und richtet auch die IP-Adresse manuell ein. Bezieht sie also nicht automatisch über DHCP, sondern ihr tippt die ein, die euer Rechner hat. Das könnt ihr über IP-Config unter Windows auslesen oder im Netzwerkbereich von macOS. Und fügt einfach beim letzten Block nochmal 10 Ziffern hinzu. Mein Rechner hatte also 20 hinten, wir nehmen einmal hier 30. Die Subnetzmaske ist in den meisten Fällen 255 für die ersten 3 Blöcke und dann die 0 am Ende. Das ist damit der letzte Block quasi frei konfigurierbar ist. Und beim Gateway tragt ihr die IP-Adresse eures Routers ein. So, das ist in der Regel auch die, die ich hier eingetragen habe. Ansonsten findet ihr die auch in euren Einstellungen im Betriebssystem. Dann sagt er uns, wir müssen auch noch manuell die DNS-Server vergeben. Da habe ich mich für die Google DNS-Server entschieden, eben weil die auch schnell einzugeben sind und die sind sehr verlässlich und flott. Das ist 4x die 8 und dann 2x die 8 und 2x die 4. Wenn wir das eingerichtet haben, können wir den Rest auf dem Standard belassen. Natürlich habt ihr euer entsprechendes Kennwort vergeben. Wenn ihr das jetzt speichert, sollte sich die Wii U, falls es vorher nicht geklappt hat, erfolgreich mit dem Internet verbinden können. Und da sind wir auch schon drin. Aber ob das jetzt wirklich Grund zur Freude ist, das ist ein bisschen zweifelhaft, denn es dauert ein bisschen, bis ihr wirklich loslegen könnt. Zuerst kommt ein System-Update. Ihr könnt dieses System-Update auch abbrechen. Das bedeutet, dass er es dann im Hintergrund runterlädt, während ihr schon mal zugange seid mit der Konsole. Wenn ihr optische Medien habt, könnt ihr das so machen. Dann lädt er das im Hintergrund runter. Ansonsten, wenn ihr schlau seid, so wie ich, dann löst ihr das direkt beim ersten Mal aus. Und das dauert dann mal locker über eine Stunde. Also ich habe hier eine 100-Mbit-Leitung und trotzdem dauert es wirklich ewig. Ich weiß nicht, was für ein WLAN-Adapter da verbaut wurde oder wo genau jetzt so die Drosselung liegt, ob das die Server von Nintendo sind, die so lahm sind. Es ist auf jeden Fall unerträglich lahm. Ich habe zwischendurch immer mal wieder die Stoppuhr betrachtet und bis das Ganze dann letztendlich runtergeladen und installiert ist und wirklich genutzt werden kann, vergeht eine ziemliche Dauer. Das heißt, wenn ihr die Wii U als Weihnachtsgeschenk für jemanden gekauft habt, dann seid doch schon mal so nett und richtet ihm schon mal dieses Update ein. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Hier sehen wir nochmal die Installation von dem Update, die danach folgt. Die ist auch nicht gerade schnell. Das heißt, da sollte schon ein bisschen Geduld mitgebracht werden. Mit Auspacken und Loslegen ist da leider nichts. So, das Update ist geschafft. Die Konsole wird neu gestartet. 1 Stunde 10. Mit Download und Installation. Also da könnt ihr nebenher einen Kuchen backen gehen und ein bisschen Kaffee kochen und dann alles zusammen verzehren oder was ihr auch sonst zum Zeitvertreib macht. Weiter geht es dann mit der Erstellung eines Miis. Das könnt ihr entweder manuell tun, so wie ihr das von der Wii gewöhnt seid. Es fällt sofort auf, wir haben endlich Anti-Aliasing, wir haben schöne glatte Kanten und es sieht alles wesentlich schärfer aus durch den HDMI-Output. Oben links seht ihr das, was auf dem Fernseher zu sehen ist, während wir hier die Konfiguration machen und durch die integrierte Frontkamera beim neuen Wii U Gamepad könnt ihr euch auch selbst fotografieren und dann ein Mii dementsprechend erstellen lassen. Aber erschreckt euch nicht, wenn Mii ein bisschen daneben liegt und ihr ausseht wie ja, eine sehr komische Kreuzung aus anderen Menschen und überhaupt nicht wie ihr. Oder sehe ich so aus? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es mir nicht gefallen und ich bin dann doch nochmal dran gegangen und habe das Ganze ein bisschen korrigiert. So, nee, das ist alles nix. Ganz komisch.
Ihr könnt natürlich die einzelnen Parameter dann auch verändern, größer, kleiner machen und wie ihr es von der Wii gewohnt seid, dann eben eurem Profil Namen vergeben, euren Geburtstag eintragen und so weiter und so fort. Das kennen wir ja soweit alles schon. Das Menü erinnert auch schwer an die Wii und leider auch in Sachen Geschwindigkeit, denn die einzelnen Menüpunkte brauchen im Schnitt 10 Sekunden, bis sie geladen haben. Wie ihr seht, das ist jetzt Echtzeit, ich habe hier nichts angehalten oder so. Der braucht wirklich so lange, um mal eben in die Systemeinstellungen zu wechseln. Also es ist wirklich ein System für Geduldige, zumindest bei der ersten Einrichtung. Was ganz wichtig ist, schaltet hier dieses automatische Ausschalten in den Einstellungen ab. Ihr werdet es mir danken, wenn sich mal eure Konsole einfach mal ausschalten sollte und euer Speicherstand dann weg ist. Das ist auf jeden Fall eine Einstellung, die man vornehmen sollte. Der Download von Spielen dauert, wie gesagt, leider auch ziemlich lange. Wir sehen hier für 80 MB ist er eine ganze Zeit lang gelaufen. Ursprünglich zeigte er 2 Minuten an, aber daran konnte sich die Konsole auch nicht wirklich halten und es hat schon seine Zeit gedauert. Die Installation von Spielen dauert auch seine Zeit. Also wenn ihr alle Spiele über den Online-Store von Nintendo, den eShop, beziehen möchtet, dann könnt ihr auch eine Menge Geduld mitbringen. Das könnte schon seine Zeit dauern, bis das dann alles läuft. Zumal die Spiele auch noch Patches beinhalten, die dann leider nicht in so einer Art All-in-One-Download drin stecken, sondern die werden dann erst beim Starten des Spiels mit ausgelöst und nochmal separat installiert. Was ich insgesamt ein bisschen schade finde und unnötig. Also die Erfahrung wird dadurch ein bisschen gehindert. Denn wenn man dann endlich mal zum Spielen kommt, zeigt sich, dass die Wii U schon ein beeindruckendes kleines Stück Nintendo-Technik ist. Wir haben hier jetzt nichts Bahnbrechendes, was die Grafik angeht, aber endlich zieht Nintendo mal mit der aktuellen Generation. Bald hat es sich ja auch schon wieder mit der aktuellen Generation, aber das ist doch mal was, was man sich wirklich anschauen kann. Wir haben hier tolle Shader-Effekte, wir haben Anti-Aliasing, schöne glatte Kanten, wir haben eine Simulation von diesen umherwehenden Fasern hier bei diesem Dual-Stick-Shooter und insgesamt ist es super unterhaltsam. Ich kann das Spiel übrigens nur empfehlen, für einen 10er könnt ihr das direkt ab Launch schon holen und ihr könnt das auch direkt auf dem Gamepad spielen ausschließlich. Ich habe es jetzt einfach mal auf dem Fernseher gespielt, um euch zu zeigen, wie das Ganze in der regulären Auflösung aussieht und ungetrübt von irgendwelchen Kameraaufnahmen und es kann sich definitiv schon sehen lassen. Das ist jetzt nur so ein kleines eShop-Game für einen 10er und damit könnt ihr schon direkt loslegen. Was ganz nett ist, ist, dass selbst schon bei diesen kleinen Games jetzt auch direkt eine Integration des neuen Controllers dabei ist. Das heißt, ihr könnt zwischendurch kurz pausieren, indem ihr drauf tippt. Und könnt beispielsweise den Stylus zur Hand nehmen und im Level umherschwenken. Das ist so ein weihnachtliches, Vanillekipferl geformtes Lava-Level. Und ich kann hier auf der Karte beispielsweise sehen, wo sich die Gegner rumtreiben. Und rechts kann ich meinen kleinen Kompagnon dort, dieses Begleitschiff oder diese Drohne, kann ich dann ausrichten, wo ich sie gerne hätte. Ich kann sogar hier die Richtung ändern und die Positionierung. Und dann einfach den Stick bewegen, um da weiterzumachen. Dafür ist das natürlich bestens geeignet. Und dieser Wechsel zwischen Fernseher und Controller, der kommt so natürlich daher. Also ihr müsst überhaupt nicht großartig nachdenken. Es ist wirklich sehr intuitiv gelöst. Entgegen der Menüführung im System, die ja nicht sonderlich toll ist und da dauert auch alles ewig, wenn ihr dann endlich mal in den Spielen drin seid, dann bleiben euch lange Ladezeiten fern und ihr könnt eben direkt loslegen und da gibt es dann nicht mehr solche Stolpersteine. Also den wichtigen Part hat Nintendo hier zumindest schon mal richtig erwischt. Was jetzt die Menüs und die ganze restliche Erfahrung angeht, wirkt das so wie wie nebensächlich hinzugefügt. Und man hat nicht so unbedingt das Gefühl, dass das jetzt eingängig lange getestet und durchdacht wurde, weil, wie ihr hier seht, bis ich wieder im Menü bin, da vergeht einfach so viel Zeit. Irgendwann vergeht einem dann auch die Lust darauf, jetzt mal eben weiter zu stöbern und zu gucken, wenn alles so lange braucht. Auch der eShop ist immer noch ziemlich lahm wie damals bei der Wii und ich denke, es wird jetzt niemanden großartig abhalten, sich dann ein entsprechendes Spiel zu kaufen, aber es ist doch ein bisschen frustrierend.
Was mir sehr gefallen hat, ist dieses V-Verse, dieses kleine V-Universum oder VU-Universum, wo ähnlich Foren die Leute kleine Grafiken posten können oder Textpassagen posten können in bestimmten spielebezogenen Communities oder appbezogenen Communities. Also da ist einmal Nano Assault Neo da unten, dann haben wir Nintendo Land und so weiter und das sind alles die jeweiligen Fans, die einfach mal hier was auf dem Marktplatz herausschreien können. Das ist wirklich cool gelöst worden und ihr könnt da auch reinzoomen, euch die Mies angucken, könnt euch selber an der Diskussion beteiligen und insgesamt hat das wirklich einen viel kohärenteren Eindruck einer Community als jetzt im Vergleich zu der Erfahrung mit der Wii. Also das ist schon sehr, sehr cool. Die Leute können auch direkt auf eure Postings antworten. Man kann Screenshots hochladen, man kann die einzelnen Posts liken oder mit einem Yeah versehen in dem Fall. Und ihr könnt euch auch direkt in Nachrichten schreiben. Das ist schon sehr, sehr cool, um einfach auch direktes Feedback zu geben oder sich auszutauschen. Und sehr interessantes Feature auf jeden Fall. Die YouTube-App hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Ist ein gutes Stück hakeliger, als ich dachte. Wie ihr seht, wenn ich in den Menüs darum wechsle, da gibt es keine weiche Überblend-Animation. Dennoch, die Suche geschieht recht flott und wir finden auch alles, was wir suchen. Es ist wirklich ein Frontend zum ganz regulären YouTube. Das Gamepad selbst ist sehr responsiv, also wir können darauf wunderbar tippen. Mit dem Stylus natürlich besonders gut. Es geht allerdings auch mit Stick und mit dem Steuerkreuz so wie gehabt. Und die Videos an sich laden ganz flott. Manchmal gibt es allerdings kleinere Stotter-Effekte oder es hört einfach mal mittendrin auf zu buffern und muss dann nochmal ein bisschen länger buffern, bis es dann weiterläuft. Das ist noch nicht ganz so glatt, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Ich dachte, Nintendo hätte hier ein bisschen mehr rein investiert, ein bisschen mehr bringen können, weil man hat immer noch das Gefühl, man geht mit so einer alten Sega Dreamcast online und man ist immer noch so im 20. Jahrhundert oder so in den ganz frühen 2000ern. Aber wenn man sich dann den Browser anschaut, hat man doch einen ganz anderen Eindruck, weil der ist ziemlich flott und lädt so ziemlich alle Komponenten auf der Seite, auch wie sie es gehört. Auf dem Display ist das sehr scharf und sehr gut zu lesen. Die Kamera vermittelt da jetzt einen etwas schlechteren Eindruck als die Realität. Ich bin wirklich beeindruckt von der Helligkeit und den Kontrastwerten vom Display. Ich hatte wesentlich Schlechteres erwartet. Man muss ja auch den Preis ein bisschen bedenken. Und ja, insgesamt bin ich schon recht angetan von dem Ganzen. Ich werde mir jetzt noch den neuen Mario-Teil reinziehen und ein paar andere Spiele. Werde dann weiterhin berichten, wie sich so mein Eindruck der Wii U entwickelt. Bis jetzt bin ich sehr angetan von der baulichen Qualität der Komponenten und es fühlt sich alles solide an. Das Metallgehäuse der Konsole, der Controller ist sehr, sehr fest und der macht den Eindruck, dass der auch mal durch die Gegend fliegen kann, was ja gar nicht mal so verkehrt ist, wenn kleine Kids damit spielen. Bleibt einfach mal dran, vergesst nicht unseren Channel zu abonnieren. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen und ich sag mal bis bald. Ciao.